Sag mal, Schatz, hast du Vorsätze fürs nächste Jahr? Oh mein Gott, natürlich habe ich Vorsätze fürs nächste Jahr. Ich habe so viele Vorsätze. Wolltest du nicht jeden Tag früh aufstehen, nicht mehr am Handy rumspielen und weniger Süßigkeiten essen? Ja, klar, aber das waren die Vorsätze von vorgestern. Und wie wir aus den ganzen letzten Jahren wissen, ich schaffe es nie, irgendwas länger als 2 Tage durchzuhalten. Also, ganz, ganz herzlich willkommen zum allerersten Video in 2019 und ich freue mich riesig, dieses Video für euch zu drehen, weil ich einfach sehr, sehr hoffe, dass es dem einen oder anderen weiterhelfen wird und weil es gerade so ein Thema ist, das mich auch sehr, sehr viel beschäftigt. Es wird nämlich darum gehen, wie ihr 2019 im Prinzip zum allerbesten Jahr in eurem Leben macht und wie ihr es schafft, Dinge, die ihr euch vielleicht vorgenommen habt oder die ihr euch noch vornehmen wollt und irgendwelche persönlichen Veränderungen und sowas auch wirklich durchzuziehen. Ich denke, es würde tatsächlich Sinn machen, bei diesem Video, obwohl ich das glaube ich noch nie gesagt habe, wenn ihr euch einen Zettel nehmt und einen Stift und wirklich euch ein paar Dinge einfach mitschreibt, weil das merke ich selbst immer, wenn ich mir irgendwas angucke, anhöre oder so. Es ist ganz oft so, man schaut es sich an oder hört es sich an und vergisst es dann 2 Tage später wieder. Obwohl es in dem Moment, in dem man es geguckt hat, so präsent ist. Also nehmt euch einen Zettel und einen Stift. Stift, genau. Und wir fangen an. Ihr habt doch bestimmt alle schon mal diesen Satz gehört von wegen, ersetze deine negativen Gedanken durch was Positives. Und das klingt immer so schön und so einfach, aber es ist verdammt hart. Und ich versuche das seit Jahren und seit einem halben Jahr halt wirklich richtig intensiv. Angenommen, ihr habt so einen Glaubenssatz von wegen, ich bin doof und hässlich. Dann hinterfragt mal, woher kommt das eigentlich? Weil im Grunde müsst ihr ja wissen, das seid ihr nicht. Das sind eure Gedanken, aber das ist nicht das, was euch ausmacht. Und allein dieses Bewusstsein schon zu haben, dass man selbst nicht seine Emotionen ist und seine Negativität, sondern dass es halt wie so ein zweites Ich, das einen irgendwie runterziehen will und das man aber versuchen muss, echt zu bekämpfen, das allein bringt schon so viel. Wenn diese Emotionen aufkommen, dann muss man sich echt überlegen, hey, woher kommt das jetzt eigentlich? Und einen Schritt zurückgehen und sich einfach sagen, nein, ich lasse diesen Gedanken jetzt nicht zu, sondern ich denke mir statt, ich bin doof und hässlich, ich bin wahnsinnig kreativ und ich bin gesund oder irgendwie sowas. Und das wirklich immer bewusst, wenn es aufkommt, sich selbst zu sagen. Und das dauert lange, es dauert wirklich lange, aber es ist nicht unmöglich. Und mit der Zeit, je häufiger ihr ein Erfolgserlebnis habt, je mehr ihr versucht, positiv wirklich zu denken, ganz bewusst zu denken, desto leichter wird es euch fallen und desto häufiger werdet ihr auch positiv denken und das wird eben so ein neues Muster, Verhaltensmuster. Aber ihr müsst euch halt auch echt vor Augen führen, wie lang ihr euch vielleicht irgendwas Negatives über euch selbst gesagt habt oder über andere Leute, wie viele Jahre lang es schon so ging und wie ihr so programmiert seid. Und natürlich kann es dann nicht sein, dass man in 2 Wochen irgendein Verhalten ändert. Das ist absolut unmöglich, weil euer Körper einfach ganz anders programmiert ist. Und ich kann euch, wenn euch das Thema interessiert, ein ganz tolles Buch empfehlen. Und zwar heißt das Breaking the Habit of Being Yourself von Dr. Joe Dispenza. Es gibt es auch auf Deutsch und der Untertitel lautet How to Lose Your Mind and Create a New One. Also es geht im Prinzip ganz genau darum, nur halt viel ausführlicher erklärt. Mich hat dieses Buch einfach nur total fasziniert. Das ist ein Neurowissenschaftler, glaube ich sogar, der das geschrieben hat und der geht da auf wirklich atomare Ebene von unserem Körper und erklärt, wie Geist und Körper eben miteinander verbunden sind, sodass es eben nicht ausreicht, sich einfach immer wieder nur im Geist zu sagen, hey, ich ändere mich, weil der Körper noch einfach diese ganz alte Programmierung hat. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox, aber ich habe auch noch andere Bücher, die ich euch in diesem Video zeigen wollte, also ihr werdet diesmal viele, viele Bücher unten finden. Der nächste Punkt, das finde ich persönlich sehr cool, ist es, ein Glückstagebuch zu führen, weil ich einfach diesen Namen Glückstagebuch extrem süß finde. Und Tagebuch führen klingt vielleicht für viele irgendwie gleich so nach etwas total Anstrengendem oder so, nach einer Aufgabe, bla, aber überhaupt nicht. Ich schreibe hier von so einem Vince-Buch echt nur so eine halbe Seite mit Dingen voll, das mache ich immer jetzt am Abend, die mich heute zum Lachen gebracht haben. Zum Beispiel habe ich hier hingeschrieben, dass ich Yoga machen konnte, dass ich Hunde beim Spazierengehen gesehen habe, weil mich das einfach immer glücklich macht, wenn ich das sehe. Dass ich ein Gespräch mit meinem Bruder über sein Studium hatte und mein Buch, das ich lesen konnte und einfach Freizeit zu haben. Ganz einfach, Punkt. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, wirklich Routinen zu haben. Und wenn ihr abends es zur Routine werden lässt,
euch nochmal kurz vorm Einschlafen Gedanken darüber zu machen, was denn schön war, so am Tag, dann habt ihr schon so dieses Umprogrammieren so ein bisschen, dass ihr wirklich ganz bewusst einfach versucht, an was Positives zu denken. Und jeder von euch hat was Schönes in seinem Leben. Und wir sind so oft in diesem Modus, dass wir sagen, ja, aber der hat mehr und die hat mehr und das ist besser und wenn ich so wäre, wäre mein Leben glücklicher. Und das ist alles Bullshit. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt, den ich euch sagen wollte. Nämlich, vergleicht euch mit niemand anderem, nur mit euch selbst. Ich erinnere mich immer an diesen Moment, als der Lehrer die Klassenarbeiten zurückgebracht hat, die Klausuren, und dann jeder sein Heft aufgeschlagen hat und sofort Noten verglichen hat. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen einfach, eine 1 zu bekommen, ohne großartig viel dafür zu lernen. Aber es gibt Leute, die müssen für ein Fach echt ackern, um eine 3 zu bekommen. Und für die ist das dann ein Riesenerfolg. Und sagen wir, ihr habt echt hart für etwas gearbeitet und dann kommt ihr nach Hause und eure Eltern sagen euch, oh nee, das ist ja jetzt nicht so toll, eine 3 so. Und für euch ist es aber toll, weil es nicht selbstverständlich ist, dass ihr das hattet. Dann gesteht euch das auch zu, dann versucht euch nicht von anderen Leuten runterziehen zu lassen, weil ihr wisst am Ende am besten, ob ihr euer Bestes getan habt dafür oder nicht. Was übrigens auch gerade eine gute Überleitung ist zum nächsten Punkt, nämlich tut immer nur das, was euer Bestes ist, was im Übrigen auch hier in diesem Buch drin steht, was ich aber auch super logisch finde. Ihr könnt nicht mehr machen als euer persönliches Bestes und das ist vollkommen in Ordnung. Und sagt euch das jeden Tag, dass das in Ordnung ist, dass das okay ist, wie ihr seid. Ihr habt halt dieses Leben, ihr werdet kein anderes jetzt hier in dem Moment bekommen. Und einfach daraus zu versuchen, das Beste zu machen, ist das Beste, was ihr machen könnt. Was ich auch finde, was ganz gut zum nächsten Punkt passt, nämlich macht euch klar, wenn ihr eine Veränderung vornehmen wollt, 2019 oder wann auch immer, ihr werdet Rückfälle haben. Das ist unvermeidbar, es sei denn, ihr seid irgendwie Superman. Ihr müsst euch ja nur einmal klar machen, wie viele Jahre lang ihr euch eine Angewohnheit antrainiert habt und wie schwer es dann ist, für Körper und Geist sich auf einmal auf was ganz Neues einzustellen. Natürlich wird es Rückfälle geben, aber das ist auch nicht schlimm. Und in dem Moment dürft ihr auch nicht so total harsch zu euch selbst sein und euch selbst dafür hassen, dass das passiert ist. Und wenn ihr euch vorher halt wirklich im Klaren seid, hey, es wird einen Schritt zurückgeben, dann ist es okay, wenn ihr hinfallt so. Wichtig ist, echt aufzustehen und weiterzumachen, so cheesy wie das auch klingen mag. Aber ihr werdet euch trotzdem fortbewegen, nur das wird halt nicht so gehen, sondern das wird vielleicht so gehen. Und das ist okay. Okay, ich habe euch ja gesagt, dass ich dieses Glückstagebuch führe. Ich habe aber noch 2 weitere Tagebücher. Ich finde, es bringt einfach so viel, sich seine Gedanken nochmal klar zu formulieren, auf Papier zu bringen. Irgendwie bekommt es eine andere Qualität. Und ich mache das meistens abends, wenn ich halt lese. Zum Beispiel habe ich hier mal hingeschrieben, ich will ein wunderschöner Mensch sein von innen und außen. Ich will inspirieren, anderen Gutes tun, sie zum Lachen bringen und Freude verbreiten. Ich will tolerant anderen gegenüber sein. Wenn jemand etwas Schlechtes tut oder mich verletzt, liegt es in Wirklichkeit an der Person und nicht an mir. An mir liegt nichts außer das, was ich selber tue und an mir liegt alles, was in meinem Leben passiert. Oder ich habe mir hier aufgeschrieben, ich möchte nachdenken, bevor ich rede. Ich möchte Gutes sagen und Gutes denken und Liebe mir selbst gegenüber empfinden, weil ich denke, dass das der einzige Weg ist, wie man wirklich Liebe allen anderen gegenüber empfinden kann. Oder was ich hier noch reingeschrieben habe, ich darf nicht davon ausgehen, dass Hene oder irgendwer meine Gedanken lesen kann. Er kann nicht wissen, was ich will, wenn ich es ihm nicht sage. Ziemlich logisch. Habe ich aber lange Zeit nicht kapiert. Für alle von euch, die gerne Listen schreiben, es gibt eine Methode, die werde ich euch unten mal verlinken, die nennt sich Bullet Journal, glaube ich. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber ich weiß, sie soll gut sein. Also, wo ist mein Handy? Oh, ich weiß nicht. Und zwar ist das eine Methode von einem Mann, der als Schüler halt mit ADHS diagnostiziert wurde, der ganz viele Probleme hatte, sich zu konzentrieren und jetzt halt einfach mega erfolgreich mit dieser Methode geworden ist und für sich selbst eine Methode entwickelt hat, nämlich dieses Bullet Journal, wie er sich fokussieren kann, wie er eben seine Ziele doch besser verfolgen kann. Und die Methode ist halt mittlerweile sehr populär, weil es auch für sehr viele andere Menschen funktioniert. Also vielleicht ja auch für euch. Ich werde mich auch mehr damit beschäftigen und verlinke es euch mal. Super, super wichtig finde ich auch den Punkt, echt anzufangen, von seinen Emotionen Abstand zu nehmen. Sich bewusst zu machen, ich bin nicht Wut. Ich bin nicht der Ärger, der in mir aufkommt, wenn irgendwer irgendwas sagt, sondern das ist, wie ich programmiert bin, wie ich mich selber irgendwie erzogen habe, in Anführungsstrichen. Das sind meine Verhaltensmuster. Und man kann jedes Verhaltensmuster brechen, auch wenn es nicht einfach ist. Aber ich habe gerade mit so schnellem Wütendwerden so ein bisschen Probleme.
komisch. Also ich bin jetzt nicht voll der Choleriker, aber manche Dinge merke ich einfach, jemand sagt was und ich denke so, oh. Und da hat es mir wahnsinnig geholfen, echt durchzuatmen. Jedes Mal, wenn ich merke, dieses Gefühl kommt, bin ich ganz bewusst dabei und sage, aha, böses Gefühl, das will ich jetzt nicht spüren, ich will nicht wütend sein, ich will mich nicht ärgern. Und dann einfach tief durchatmen und sich 2 Minuten rausnehmen aus der Situation. Einfach wirklich durchatmen. Ist natürlich gut, wenn man zu Hause ist und dann in sein Zimmer gehen kann, was auch immer, spazieren gehen kann. Wenn das nicht möglich ist, wenn ihr irgendwo gerade seid, wo ihr nicht einfach die Augen schließen könnt und atmen könnt, dann versucht euch das immer wieder im Kopf einfach so vorzusagen. Ich bin nicht meine Emotionen, ich bin nicht Wut, sondern ich bin Liebe, ich bin Freude, ich bin irgendwas anderes und versucht das so ein bisschen mit Humor zu nehmen. Ha, dieses kleine Rumpelstilzchen in meinem Kopf, das will hier wieder Theater machen. So, wisst ihr halt, das ein bisschen spielerisch zu machen, dass es halt nicht immer so mega anstrengend und ernst ist. So ein kleines Mindgame, das man auch machen kann, ist es, sich vorzustellen, 2019 wäre euer letztes Jahr, das ihr auf dieser Welt habt. Was sein kann, ich meine, kann sein, dass morgen, was weiß ich, was explodiert und wir alle weg sind. Wir nehmen das Leben, das wir haben, ja immer für so sehr selbstverständlich wahr. Und es ist halt, finde ich, ein interessanter Ansatz, echt zu sagen, hey, es ist eigentlich nicht selbstverständlich. Weil was morgen passiert, was heute noch passiert, könnt ihr eigentlich nicht so wirklich planen. Vielleicht werden wir alle morgen von Marsmenschen angegriffen. Wahrscheinlich nicht. Wenn man sich das klar macht, denkt man sich vielleicht, oh, vielleicht sollte ich den Konflikt mit der und der Person vielleicht noch auflösen, bevor mein 2019 vorbei ist. Vielleicht sollte ich mir den und den Traum, den ich immer schon hatte, aber irgendwie hatte ich Angst, den zu realisieren oder was auch immer, hatte Hindernisse, vielleicht sollte ich den dieses Jahr wirklich realisieren. Und sie lebt einfach wirklich das Leben wie ein Geschenk und seht es nicht als so, oh ja, ist halt da, in 50 Jahren bin ich hier immer noch, dann habe ich immer noch Zeit. So an. Was mich übrigens auch zum nächsten Punkt führt, und zwar erlaubt es euch wirklich, wirklich Träume zu haben und Ziele zu finden, die wirklich aus eurem Herzen kommen. Setzt euch echt mal für eine Viertelstunde hin, schließt eure Augen und denkt einfach daran, was eure Träume sind. Ganz bewusst daran denken, so was will ich in diesem Leben noch machen? Was will ich in den nächsten 5 Jahren machen, in dem nächsten Jahr machen, in der nächsten Woche machen? Schreibt euch das alles auf. Und was ich ja gerade schon so ein bisschen angesprochen habe, lasst euch von euch selbst, aber auch von anderen keine Grenzen setzen. Wenn ich auf Leute gehört hätte vor 6,5 Jahren, dann gäbe es diesen YouTube-Kanal nicht, dann wäre ich nicht auf der halben Welt schon gewesen und hätte nicht das Leben, das ich liebe, das ich haben wollte. Und das ist so ein Herzensanliegen von mir, euch echt das mit auf den Weg zu geben. So von wegen, hört auf euch, lasst euch nicht von euch selbst oder von anderen Grenzen setzen. Ihr könnt alles machen, alles, was ihr wollt und ihr schafft auch alles. Alles an Grenzen besteht wirklich nur in eurem Kopf. Oder sagen wir 99% der Grenzen. Vielleicht nicht alles, aber träumt wirklich groß und dann werdet ihr auch Großes erreichen. Dann wollte ich noch auf den Punkt eingehen, Morgenroutine und Abendroutine. Das ist bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Ich hätte nie gedacht, dass das so einen großen Einfluss hat. Jetzt ernsthaft, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ich weiß, das sagt man oft, aber ich hätte es ernsthaft nicht geglaubt. Ich habe ja diese Routine, das gelingt mir zwar nicht immer, aber immer öfter, dass ich mir Zeit nehme, Yoga zu machen, so eine halbe Stunde lang ungefähr. Und dann mache ich meine Meditation. Und das mache ich vielleicht so 5 bis 15 bis 20 Minuten lang, je nachdem. Ich habe mit weniger Minuten angefangen. Das dauert insgesamt mit Duschen vielleicht 1 Stunde. Und was diese Stunde aber für mich macht, ist erstens natürlich, es ist gut für den Körper. Hey, man hält sich fit und gesund und so. Aber vor allem bringt es mir für den Tag auch einfach so eine positive Energie, weil ich mich währenddessen darauf konzentrieren kann, was ich an dem Tag erreichen möchte. Und es gibt nichts, keine Ursache, ohne dass man halt irgendwie sich einen Gedanken gesetzt hat. Ohne irgendwas, was es halt ausgelöst hat. Und ich löse es praktisch aus, indem ich immer wieder daran denke, was ich machen möchte. Und wenn ihr keinen Bock habt, Meditieren auszuprobieren, auch wenn ich es euch jedem eigentlich empfehlen kann, dann könnt ihr euch ja einfach morgens, bevor ihr aus dem Bett steigt, irgendwie so 5 Dinge aufsagen. 5 Sätze. Das ist so einfach, das geht so schnell, die ihr in eurem Leben sozusagen als kleines Mantra haben wollt. Okay, und als letzten Punkt vielleicht, wenn ihr eine Veränderung vornehmen wollt, wenn ihr euch ein Ziel gesetzt habt, dann hinterfragt echt, ist es wirklich ein gutes Ziel, das ich mir persönlich setze?
Beispiel Diäten zum Beispiel, weil ich glaube, super viele Leute wollen irgendwie zum neuen Jahr abnehmen. Ist es wirklich so, dass es deiner Gesundheit gut tut? Brauchst du das wirklich? Hast du wirklich schweres Übergewicht, sodass du irgendwie schlechte Folgen davon hast? Oder ist es, weil du einem Bild entsprechen willst oder eine Zahl auf der Waage sehen willst oder halt irgendwas von außen dir sagt, du solltest das irgendwie machen oder es dir impliziert oder vielleicht glaubst du selbst sogar, du müsstest so sein, aber tief in deinem Inneren weißt du, nein, das ist eigentlich nicht, wer ich bin und es ist okay, wie ich bin. Okay, das war das etwas andere Video für heute. Ich hoffe so sehr, dass ich das halbwegs plausibel erklären konnte. Ich muss euch sagen, es fiel mir wahnsinnig schwer, mich irgendwie zu konzentrieren bzw. es auf den Punkt zu bringen, weil es so, so viel ist, was ich in Gedanken habe, was ich mitteilen möchte. Und am besten lest ihr einfach die Bücher, die ich gelesen habe. Also, ich wünsche euch, dass 2019 zu einem ganz fantastischen Jahr für euch wird. Und ich hoffe einfach, dass das Video euch so ein bisschen motivieren konnte. Und falls ihr noch Tipps haben solltet, lasst sie gerne in den Kommentaren. Über einen Daumen nach oben würde ich mich wie immer super freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!